Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel geben, wie man eine komplett virtuelle Versammlung, also eine, wo sich niemand sieht sozusagen, was gibt es da für ein Szenario? Vielleicht beschreibst du, in welcher Situation ihr das angewendet habt, wie lange so eine Sitzung vielleicht ging und so ein paar Einzelheiten, wie ihr das technisch umgesetzt habt, zum einen auf welcher Plattform und was es da für Besonderheiten gab. Also für die virtuelle Versammlung ist das Setting letztlich, jeder sitzt an einem Ort seiner Wahl mit einem irgendwie internetfähigen Endgerät. Also sein Laptop, sein Tablet, sein Handy. Klar, für eine längere Sitzung ist in der Regel schon ein Laptop deutlich angenehmer als jetzt nur ein Handy. Aber letztlich ist bei alles möglich. Also wir müssen halt, also jeder muss irgendwie für sich selber die Möglichkeit schaffen, dass er ein internetfähiges Endgerät hat, dass er ins Internet kann. Und wir haben es in unserem Fall dann über Zoom als Plattform abgewickelt. Das war einfach die Entscheidung, weil wir mit Zoom Erfahrungen hatten durch die Meetings. Gerade im Core-Bereich ist Zoom sehr weit verbreitet und daher haben wir einfach gesagt, okay, da ist die größte Routine drin. Wir nehmen diese Plattform, bei der wir einfach viel wissen, dass viele unserer Mitglieder, viele der Beteiligten das gewohnt sind, und damit einfach wir die geringste Hürde sehen, dass die Leute sich auch wirklich dort anmelden. Für die virtuelle Versammlung im größeren Kreis haben wir dann die Webinar-Lizenz gewählt. Das ist vielleicht nochmal eine ganz wichtige Unterscheidung. Es gibt dieses klassische Meeting, das wahrscheinlich mittlerweile wirklich jeder kennt, wo sich alle gleichberechtigt sehen. Und es gibt so eine Webinar-Lizenz, bei der man auswählen kann, wer mit Kamera, wer mit Ton zu sehen, zu hören ist, so eine Art virtuelles Podium zu bauen. Und eben die übrigen Teilnehmer sind einfach Teilnehmer. Die können zuhören, die können sich zu Wort melden, per Hand melden und werden dann drangenommen, aber sind in dem Sinne erstmal nicht zu sehen. Das ist bei größeren Gruppen tatsächlich hilfreich, weil einfach klarer ist, wer ist jetzt in dem Moment auf dem Podium, wer redet, und nicht sobald irgendjemand aus Versehen das Mikrofon angemacht hat und irgendwie bloß was gekruschtelt hat, erscheint er auf allen Bildschirmen. Das hat sich bei größeren Gruppen, ich sag mal so ab 30, 40 Personen, hat sich das für uns bewährt, weil wir einfach besser steuern können, wie läuft die Sitzung, es ist stringenter und die Leute sehen einfach auch den, der jetzt wirklich gerade redet und haben nicht nebenher irgendwelche Parallelbaustellen. Bei kleineren Gruppen funktioniert auch die Meeting-Lizenz unserer Erfahrung nach ganz gut. Aber wie gesagt, größere Gruppen diese Lizenz dann, mit der man einfach besser steuern kann, was sieht eben letztlich der Besucher. Und Und wie viele, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben, wie viele Leute waren an der Organisation und an der Steuerung von diesem Meeting oder vom Webinar, wie auch immer, beteiligt? Vielleicht kannst du ganz kurz was zu den Rollen sagen, die ihr so eingenommen habt. also wir hatten zuerst hybride und dann virtuelle, von dem her sagen unser Gedankengang ein bisschen in der Richtung, was wir dort mitgenommen haben, was wir dort aber auch eben einsparen, weil im rein virtuellen brauchen wir einfach etwas weniger Manpower, um das durchzuführen. Wir hatten an Rollen immer eine Rolle, die hatte so die technische Administration, der auch in der Regel sagen in Zoom der Host war, also der einfach die meiste Rechte hatte, die meisten Funktionen in Zoom sieht. Der sich auch um Fragen kümmert. Also wenn jemand nicht reinkommt, wenn jemand irgendwie gerade hier was nicht findet in Zoom, dann war der Ansprechpartner. Wichtig war für uns da auch, und das hat sich bewährt, gerade bei größeren Teilnehmergruppen, die jetzt vielleicht nicht regelmäßig sich sehen, auch eine telefonische Erreichbarkeit. Weil wenn jemand nicht in Zoom kommt, dann kann der nicht in Zoom im Chat eine Frage stellen. Also von dem her ist es da bei größeren Gruppen, gerade wenn die sich jetzt nicht irgendwie alle im gleichen Ort wohnen und man sich sowieso kennt, wichtig auch telefonisch ganz klar erreichbar zu sein. Weil es gibt immer jemand, der einfach morgens anruft und sagt, hey, ich komme definitiv nicht rein, was kann ich tun? Also das ist der technische Administrator, der Host, der eben sich vor allem die technischen Fragen kümmert. Dann hatten wir eine Person, die die Wahl technisch betreut, eben unser Wahltool bedient, einfach dort die Wahlen anlegt, die Wahlen oder Abstimmungen immer, die anlegt, betreut, die startet, und so weiter, schaut, dass alle Delegierten auch registriert sind und sich darum kümmert, wenn irgendwie die Registrierung bei einzelnen Delegierten nicht funktioniert, eben die dann zu unterstützen. Also wenn jemand da irgendwie seine Passwörter vergessen hat oder die Zugangsdaten nicht hatte und so. Das war die zweite Rolle. Und dann hatten wir sagen für die Sitzungsleitung, also derjenige, der die Sitzung nachher leitet, natürlich auch als wichtige Funktion, der idealerweise nicht gleichzeitig technischer Host oder irgendwas ist, sondern wirklich diese Sitzung leitet, weil unserer Erfahrung nach einfach eine virtuelle Sitzung noch mehr Konzentration, noch mehr Stringenz und Struktur braucht als eine physische Sitzung. Weil wenn nicht in einer physischen Sitzung mal eine Pause entsteht, dann guckt man sich um, was weiß ich, und tut dies und jenes oder fragt mal kurz über den Raum, wer gerade hier irgendwie weiter weiß. Das funktioniert online sehr schwierig.
Also deswegen, der Sitzungsleiter sollte wirklich sich auf die Sitzung konzentrieren können und nicht noch nebenher irgendwie gucken müssen, wie kommt es jemand im Chat nicht zurecht. Und diesen Sitzungsleiter haben wir dann immer unterstützt mit in der Regel zwei weiteren Personen. Das ist so, sagen wir, in einer kleineren Sitzung reicht da auch sicherlich eine Person. Die haben sich um das Thema Rednerliste und Chat gekümmert. Also die haben den Chat beobachtet, geschaut, was kommen da für Fragen, Fragen inhaltlicher Art, also nicht technischer Art, aufzugreifen oder kurz zu beantworten, je nachdem, was passend ist. Die Fragen dann eben auch ins Plenum zu tragen, also an den Sitzungsleiter heranzutragen und die Rednerliste zu beobachten, also einen Blick darauf zu haben, wer ist jetzt dran als nächstes, um die Leute entsprechend aufzurufen. Und mit der Rollenverteilung, also jetzt fünf Personen sagen letztlich, haben wir wirklich die Erfahrung gemacht, auch bei einer größeren Gruppe, und also da reden wir jetzt so von 150 Personen auch, die da mal teilnehmen, funktioniert es relativ zuverlässig. Wenn man jetzt mehr hat, kann man sicherlich im Bereich gerade der Chatbetreuung so nochmal ein, zwei dazusetzen. Auch bei längeren Sitzungen ist es zu empfehlen, dass da mal jemand zwischendrin mal kurz irgendwie auf Klo kann oder auch nur kurz einen Kaffee trinken kann. Also wir hatten eine Sitzung, die ging tatsächlich, weil es mehrere aneinander waren, einen gesamten Tag, also von 9 bis 18 Uhr. Und das ist natürlich schon gut. Man kann einfach auch mal abwechseln, mal zwischendrin eine halbe Stunde Pause machen. Aber ansonsten ist das so die Besetzung, mit der wir sagen, da funktioniert unserer Erfahrung nach so eine virtuelle Sitzung sehr gut. Und spielt sich dann einfach auch, also sagen, dass auch der technische Ablauf nicht den Sitzungsverlauf behindert. Das ist ja immer, finde ich, ganz wichtig, dass man nicht das Gefühl hat, okay, wir müssen jetzt wegen der Technik das so machen, sondern dass die Technik einfach wirklich die Sitzung unterstützt. Hong, hong.